Hallo, lieber Zuschauer. Ich muss sagen, dass ich schon sehr viel Unsinn, Lügen und Dummheit gesehen habe, aber das, was ich euch heute in diesem Video zeigen werde, war für mich einfach zu viel. Ich wurde vor einigen Wochen auf diese Dame aufmerksam gemacht. Ihr Name ist Lumira und sie bezeichnet sich selbst als russische Heilerin, Bestseller-Autorin und Persönlichkeitscoach. Ihr Ziel ist es, 1 Million Menschen den Weg zu besserer, unabhängiger Lebensqualität zu zeigen, sowohl gesundheitlich als auch finanziell. Ich weiß zwar nicht, was eine unabhängige Lebensqualität sein sollte, aber wir werden ihr Versprechen prüfen. Sie ist also eine Bestseller-Autorin. Als ich nach ihren Büchern gesucht habe, kam mir ihre Amazon-Seite entgegen. Wie man sieht, sie verkauft vor allem esoterische Bücher. Soweit ich die Inhalte nach den Buchtiteln einschätzen kann, geht es hier meistens um Zauberei und Spiritualität. Also nichts, was mich persönlich interessieren würde. Sie stellt sich hier aber viel ausführlicher vor als auf ihrer Webseite. Zu der vorher erwähnten Selbstbeschreibung kommen noch einige weitere interessante Bezeichnungen, wie zum Beispiel Kinesiologin, Schamanin und spirituelle Lehrerin hinzu. Sie ist also extrem vielseitig. Lasst uns anschauen, was sie zum Thema Gesundheit anbietet. Bauchmassage, Beauty-Taping, Ernährung natürlich und aktiviere deine Sehkraft. Das ist für mich ganz neu in dieser Branche. Ich möchte nochmal das Thema Akkommodationsübung ansprechen. Also das ist die Übung, wo wir in die Nähe und in die Ferne gucken und einfach das auch mal öfters tun, vom Fenster stehen und eine Briefmarke ankleben am Fenster in Augehöhe und du schaust in die Ferne, du schaust in die Ferne und versuchst einen Punkt dort zu finden. Und versuchst, diesen Punkt ganz genau zu schauen, also zu sehen. Und dann guckst du wieder zurück auf den Briefmarke, die du vor deinen Augen auf dem Fenster aufgeklebt hast. Es gibt ja noch so diese Übung mit den Fingern. Okay, ich habe auch eine kostenlose Übung für euch, um eure Sehkraft zu aktivieren. Passt auf. Ich mache das jeden Morgen und kann gucken, wie ich will. Wahnsinn. Ich habe natürlich den Newsletter abonniert. Ich weiß nicht, welche Geheimnisse noch erzählt werden könnten, aber wenn das nächste Seminar zur Sehkraftaktivierung kommt, möchte ich informiert werden. Einige Tage nach meiner Registrierung bekam ich tatsächlich eine E-Mail. Es wurde wieder versprochen, dass das Online-Seminar kommen wird. Es wurde mir außerdem eine Teilnahme am Partnerprogramm angeboten. Ich würde 25% Provision bekommen, wenn ich für die Online-Seminare Werbung machen würde. Danke, nein. Bei Lumira Stream handelt es sich um eine Firma mit Firmensitz auf Zypern. Ich bin keine Finanzexperte, aber warum hat sie ihre Firma nicht in Deutschland registriert? Haben solche Offshore-Locations vielleicht Steuervorteile oder sowas? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht könnte mir jemand von euch das in den Kommentaren erklären. Sie bietet aber nicht nur Workshops und Seminare an, sie ist auch auf YouTube aktiv und veröffentlicht dort Videos zu unterschiedlichsten Themen. Das erste Video, das ich von ihr gesehen habe, war dieses hier. Das hat meine wildesten Vorstellungen übertroffen. Lasst uns mal reinschauen. Und das Universum ist absolut intelligent und es hat alles eine positive Absicht für uns. Auch Zecken, auch Mücken, auch andere Blutsauger, die uns ja erstmal unangenehm sind, aber die haben einen Nutzen für uns, weil diese Insekten, sie sind Medizin für uns. Parasiten wie blutsaugende Insekten, Mücken, Zecken und Co. sind nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich. Sie haben überhaupt keinen Nutzen für uns. Sie haben natürlich Nutzen für die Natur, da sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette sind. Aber für uns direkt sind sie komplett nutzlos. Ein kranker Mensch, der dünstet ja bestimmte Gerüche aus, ja, diese Ausdünstung, das ist das Signal ins Universum, dass diese Person krank ist und braucht Unterstützung. Da kommen die Insekten und stechen. Und durch diese Stiche hinterlassen sie etwas dem Mensch. Und das ist die Medizin. Das Universum würde also anhand unserer Ausdünstungen registrieren, ob wir krank wären oder nicht. Kranke Menschen geben besondere Signale ab und das Universum würde ihnen in Form von Insekten Hilfe schicken. Das ist schon eine ziemlich interessante Sichtweise. Gesehen. So war das gedacht. Also diese Stiche und diese Einspritzung von mini, mini kleine Gift, was da reinkommt, das wirkt
als Medizin. Die Insekten würden also Gifte in uns spritzen und das wäre Medizin. Man könnte aber die Insekten nicht einfach nur beißen lassen, man könnte sie auch essen. Sehr, sehr gut. In chinesischer Medizin gibt es sogar so spezielle Medizin, die aus Insekten besteht. Also sie machen aus so aus Kakerlaken solche Medizin und essen sie sogar. Und das unterstützt auch die Genesung des Menschen. Ob das Insekt uns beiße oder von uns gebissen werde, scheine also keine Rolle zu spielen. Es helfe sowieso, wenn es schmeckt, von mir aus. Ich finde das Video bisher richtig erfrischend. Wir hören endlich nicht nur immer wieder von Übersäuerung und Schlacke, es gibt hier ganz neue Ideen. Diese ergeben zwar überhaupt keinen Sinn, aber es ist mindestens was Neues. Und sie wollte uns bisher sogar gar nicht überzeugen, dass unser moderner Lebensstil, Umweltgifte und die Pharmaindustrie für all unsere Probleme verantwortlich wären. Das ist auch schon ziemlich neu. Aber heutige Welt ist so verrückt geworden. Wir essen so viel denaturierte Nahrung und so viel Gluten und das macht unser Immunsystem total kaputt. So viel zum Thema. Und deswegen reagieren die Menschen auf diese Stiche allergisch. Also es entstehen allergische Reaktionen, es entstehen Entzündungen. Und da so sehen wir eigentlich, dass die Insekten von allen Zecken oder manche auch Mücken Gefahr uns bringen. Also wie gesagt, vom Gott gesehen war das ganz, ganz anders gedacht. Es ist immer erstaunlich, dass manche Menschen sogar wissen, wie Dinge von Gott ursprünglich ausgedacht worden seien. Das Problem mit Insektenstichen ist nicht immer die Allergie. Und klar, Insektenstiche können allergische Reaktionen auslösen und diese können unter Umständen sogar lebensgefährlich werden. Eine noch größere Gefahr geht aber von infektiösen Erkrankungen aus, die von manchen Insekten verbreitet werden. Jedes Jahr sterben allein an Malaria etwa 435.000 Menschen weltweit. Ist daran wirklich nicht die Mücke, sondern die verrückt gewordene Welt und Gluten schuld? Die 1-200.000 Borreliosen im Jahr nur in Deutschland sind auch in Ordnung, oder? Lass dich stechen, steht auf dem Titelbild neben dem Foto einer fetten Zecke. Man sollte in Anbetracht der Zahlen und der Schwere der Erkrankung wirklich diese Botschaft vermitteln. Viele der tödlichsten Infektionskrankheiten werden durch Insekten verbreitet. Der beste Schutz gegen diese Krankheiten ist die Vermeidung von Insektenstichen. Wie kann also ein verantwortungsvoller Mensch eine angebliche Heilerin empfehlen, dass man sich stechen lassen sollte? Dieses Video wurde 12.000 Mal angeguckt. Die Frau hat über 30.000 Abonnenten. Wie kann ein Publikum für so einen hanebüchernen Unsinn existieren? Ich fasse es einfach nicht. Es zählt offensichtlich gar nicht, ob die Behauptungen dem gesunden Menschenverstand ins Gesicht spucken. Das ist egal. Hauptsache, es muss gegen den Mainstream gehen. Was ist das Nächste? Wird morgen jemand behaupten, dass die Erde flach ist? Sind wir schon so sehr verdummt, dass Menschen langsam an jeden Blödsinn glauben? Anders gedacht. Das liegt immer daran, dass der Konsum heute so dermaßen schlecht ist und unsere Gesundheit ist so schlecht, dass wir eigentlich auf das, was uns gut tun sollte, reagieren wir mit solchen Dingen wie Allergie. Ja, wenn die Wespe sticht, schwellt das ganze Körper an, bis. Also ich würde ein schön volles Sparschwein darauf verwetten, dass in Ihrem und nur in Ihrem Ernährungskurs erzählt wird, mit welchen Diätumstellungen wir eine Wespenallergie bekämpfen könnten. Müssen wir da beginnen zu arbeiten, wo die Ursache liegt. Also das sind nicht die bösen Insekten und nicht die bösen Zecken, sondern das bin ich und ich habe mich in diese Situation gebracht, in diese Lage gebracht, in dem ich übersäuert bin, ich trinke wenig Wasser, ich esse viel zu viel Kohlenhydrate und Zucker, ich esse viel Gluten. Tja, wir sind innerhalb von 3 Minuten dort angekommen, wo wir immer sind. Übersäuerung, Gluten und Zucker. Das sind natürlich die Probleme, nicht die Zecke. Wollt ihr aber wirklich wissen, was die Ursache einer Borreliose ist? Es ist sehr wichtig zu betonen, dass ich jetzt ausnahmsweise mal von der Ursache rede. Ihr wisst ja alle, dass Medizin ansonsten nur Symptome behandelt. Und mal ganz ernst, wisst ihr, was die wahre Ursache der Borreliose ist? Das ist die Zecke. Die Zecke ist die Ursache der Erkrankung.
Die Zecke ist der Hauptvektor der Borreliose, also wenn ihr keine Borreliose haben wollt, lasst euch nicht von der Zecke beißen. Das war's. Ich hätte gern 199 Euro. Ich esse viel Gluten und Gluten verträgt heute kein Mensch. Ich vertrage Gluten. Ich liebe sogar Gluten. Ich setze mich jeden Sonntag in eine Badewanne Mehl und freue mich tierisch. Vielleicht deswegen habe ich meine Augenringe. Die meisten von uns sollten sich mehr bewegen und anders essen, das ist richtig, aber das hat mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Wollt ihr die Ursache bekämpfen? Fliegenklatsche. Ihr braucht nicht eure Ernährung umstellen, wenn die Mücke in eure Richtung fliegt. Holt euch eine Fliegenklatsche für 20 Cent und die Sache ist erledigt. Sie kennen sich aber nicht nur mit Insekten, sondern auch mit Pilzen und Parasiten aus. Oft sieht man bei älteren Menschen diese Pigmentflecken, die im Gesicht besonders sichtbar sind. Das ist alles Schimmelpilze, welche auch im Körper vorhanden sind. Dann Schuppenflechte, alle Arten, sowas wie Psoriasis, das sind Pilze. Psoriasis ist keine Pilzkrankheit. Das ist eine autoimmune Erkrankung und hat nichts mit Hautpilz zu tun. Das fängt hier also wieder sehr gut an. Lasst uns noch anhören, was Pilze noch machen. Wenn wir Ohrjucken haben, einfach immer wieder mal das Gefühl, das Ohr juckt, das sind ja auch Pilze. Auch alles, was auf die Haut juckt, Pilze. Alles, was über die Haut sich erhebt und sich auch irgendwie abschuppt, das sind auch auf jeden Fall sichere Pilze. Nein. Also alle erhabenen, schuppenden Läsionen sollten durch Pilze verursacht sein. Ich bin kein Dermatologe, aber eine schuppig aussehende Erhabenheit kann auch ein Basalzellkarzinom sein. Oder ein Ekzem. Oder ein Enzymdefekt. Oder Lepra. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man die fast unendliche Vielfalt an Hauterkrankungen nicht dermaßen vereinfachen würde. Alles Pilze, klar. Nagel- oder Fußpilz deuten nicht darauf hin, dass der ganze Körper mit Pilzen befallen wäre. Solche systemischen Pilzerkrankungen sind ziemlich selten, aber lebensgefährlich. Menschen, deren ganzen Körper befallen ist, sind meistens immunsupprimiert und können sich überhaupt nicht wehren, wie zum Beispiel AIDS-Patienten, Organtransplantierte oder ältere Menschen mit schwerwiegenden Grunderkrankungen. Uns infizieren, wir können schon im Mutterleib uns infiziert haben, wenn zum Beispiel die Mutter Nagelpilz hat, wenn die Mutter auch andere Pilze hat, Chlamydien oder Scheidenpilz. Chlamydien sind keine Pilze, sondern Bakterien. Und vermehren sich. Auf die energetische Ebene ist Pilz immer mit Angst verbunden. Angst um die Zukunft, Angst um sich selbst, Angst um andere Leute, also Angst, Angst, Angst. Diese Transformation auf die energetische Ebene war für mich ein bisschen zu schnell. Was sollen wir tun, wenn wir erkannt haben, dass wir Pilze haben? Und ich sage so ungefähr nach 30 Jahren, also wenn der Mensch ungefähr 30 Jahre alt ist, hat er definitiv auch mehr oder weniger Pilzbefall. Nein, ich habe zum Beispiel auch keinen Pilzbefall. Und warum würde überhaupt die Entstehung einer kompletten Durchseuchung mit Pilzen etwa 30 Jahre lang dauern? Diese Rhetorik erinnert ein bisschen an Alex Green, oder? So ist die Prophylaxe auch sehr wichtig. Was sollen wir tun? Erstens, es gibt wirklich sehr gute Mittel, die wir zu Hause haben. Und damit sollen wir auch arbeiten. Als erste zu nennen ist Natron, in Russland auch Soda genannt. Mit diese sollten wir unsere Haut reinigen. Das heißt Natron-Salzbäder, die ich schon in einem Video vorgestellt habe. Dann, wie der russische Arzt Ivan Neumivakin es uns empfiehlt, auch Natron innerlich einnehmen. Dazu gibt es auch ein Video. Na klar, das gute alte Natron. Sowieso gut gegen alles. Natron sollte man laut Lumira nicht nur trinken, sondern auch als Badezusatz verwenden.
nichts, was wir schon nicht gehört hätten. Dann auch Steinsalz ist auch sehr gute Mittel gegen Parasiten und Pilze. Also ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe schon so viel vom Parasitenpapst Alex Green gehört und er hat nichts von Steinsalz erzählt. Steinsalz ist kaum anders als normales Speisesalz. Es beinhaltet nicht nur Natriumchlorid wie Speisesalz, sondern einige Mineralien mehr. In den normalen konsumierten Mengen macht sich dieser Unterschied jedoch nicht bemerkbar. Es ist völlig egal, wie man salzt. Man sollte vor allem deutlich weniger salzen, da wir alle viel zu viel Salz konsumieren. Am besten gar nicht nachsalzen. Nicht mit Speisesalz, nicht mit Steinsalz, nicht mit anderen Salzsorten. Und dieses Thema ist so wichtig, dass ich mir hier sogar die Verwendung von Wikipedia erlaubt habe. Das heißt, nur für die Speise diese Steinsalz benutzen und niemals Speisesalz? Niemals Speisesalz, ansonsten fällt das Ohr ab. Dann haben wir ein wunderbares Mittel, ist Nelke. Einfach diese kleine Nelke, diese getrocknete, die man als so Gewürz kaufen kann. Mehrmals am Tag so eine Nelke lutschen. Backen wir Kuchen oder wollen wir immer noch Pilze bekämpfen? Nelken? Nelken. Mehrmals am Tag so eine Nelke lutschen, kauen und irgendwann mal dann schlucken, also kauen und schlucken, 5, 6, so wie du willst. Das ist immer ein Zeichen eines sehr guten und starken Wirkstoffs, wenn man die Dosisangaben so formuliert, 5, 6, so wie du willst. Dann Kokosfett ist auch ein wunderbarer Antipilz. Das heißt, die Haut mit Kokosfett einreiben. Na klar, den Pilzbefall schön mit Kokosfett einreiben, dann kriegt der arme Hautarzt garantiert einen Schreikrampf. Aber beim erwachsenen Menschen, wenn du dann so fettige Kopfhaut dann hast nach diesem Kokosfett, dann kann man mit Naturshampoo auch abwaschen. Was noch sehr gut ist gegen Parasiten und Pilze, ist immer kolloidales Silber. Kolloidales Silber ist nicht nur wirkungslos, die Einnahme kann ziemlich schnell unangenehme Folgen haben. Wenn ihr solche Lippen haben möchtet, trinkt ganz ruhig kolloidales Silber. Diese Hautveränderung heißt Argyrie oder Schiefergraue und sie entsteht durch die Ablagerung von Silberkomplexen. Wenn das einmal passiert ist, bleibt es lebenslang so. Man kann diese Verfärbungen nie wieder entfernen, also Prost! Und diese kolloidale Silber trinken kann man bis 4 Teelöffel am Tag und auch auf die Haut sprühen. In die Augen ein bisschen sprühen, in die Ohren sprühen, in die Nase sprühen, das tut gut. Am besten gleich drin baden. Sie erzählt noch von ätherischen Ölen, Knoblauch, Natron in den Socken und auch Diät. Man darf kein Brot mehr essen und nichts mit Hefeteig, weil, ihr weißt schon, Hefe ist auch ein Pilz. Ganze Hefe, Teigwaren, also es ist tabu, es beschleunigt die Pilzwachstum und überhaupt diese Hefepilz, der unterstützt dann auch diese Wachstum von Pilzen in unserem Körper. Wir essen ja unser Hefeteig bekannterweise roh. Und die Pilze sterben im Ofen nicht ab, nein, nein, sie überleben alles und unterstützen andere Pilze in unserem Darm und in der Haut. Das ist so absurd. Wenn ich kleine Kinder sehe, so in Kinderwagen unterwegs mit Müttern, oft sieht man dann, was haben sie in der Hand? Brezen. Und Brezen, das ist Hefeteig, das ist noch Weißmehl. Das ist alles das, was Pilzinfektion sehr stark beschleunigt und auch unterstützt. Na, so stark beschleunigt das alles die Pilzinfektion doch nicht. Wir haben ja vorher gehört, dass die Menschen erst nach dem 30. Lebensjahr so richtig durchseucht sind. Also da muss man schon ziemlich viele Brezeln vernaschen. Außerdem, es fällt mir gerade ein, warum sind Pilze und Parasiten eigentlich so schlimm? Dieses Video ist aus dem Jahr 2015, aber 5 Jahre später erzählt sie, dass blutsaugende Insekten und Parasiten, Pilze würden ja auch zu Parasiten gehören, gut für uns wären. Seit 2015 hatte sich die Pseudowissenschaft offenbar weiterentwickelt. Es wurde vielleicht eine neue Methode des Kaffeesatzlesens entwickelt oder was weiß ich. Man darf außerdem keinen Zucker essen. Durch einen Verzicht auf Zucker könnte man die Parasiten und Pilze aushungern lassen. Stevia würde aber gehen und im Notfall sogar Xylit.
die wirklich verhungern in unserem Körper. Also Zucker auf jeden Fall weg, und als Alternative ist Stevia zu empfehlen, aber nicht diese weiße chemische Präparat als Stevia, sondern ich empfehle Stevia im Ganzen, das heißt, das sind getrocknete Blätter, und Xylit ist auch so etwas, was chemisch ist, aber so im Notfall kannst du mal auch Xylit nehmen. Es fällt mir irgendwie schwer, eine Notfallsituation vorzustellen, in der ich irgendwas unbedingt süßen muss. Nein, Franzi, du darfst keinen Zucker oder Süßungsmittel reintun. Ach so, es ist ein Notfall. Na dann nimm Xylit. Ja gut, Pilzwachstum beschleunigt in unserem Körper und besiedelt auch unsere Körper mit Pilze, ist Bier. Bier, das, was so harmlos dargestellt wird hier bei uns in Deutschland und was gar nicht so harmlos ist, also diese Hefe mit Verbindung mit Hopfen, ist eine Flüssigkeit, welche nicht nur unsere Körper schwächt, sondern auch energetisch was mit uns macht, also schwächt auch unsere Energie. Also Lumira, Sie leben seit 30 Jahren hier in Deutschland. Ich lebe erst seit 8 Jahren hier, aber eins habe ich gelernt. Man lässt die Finger von Bier. Jeder, der versucht, dem Deutschen sein Bier zu nehmen, ist zum Scheitern verurteilt. Sowas macht man einfach nicht. Das ist ein fantastisches Land mit tollen Menschen, die das beste Bier der Welt brauen. Und Bier hat außerdem nichts mit Pilzinfektionen zu tun. Genauso wenig wie zum Beispiel Brot. Brot ist übrigens auch eine Sache, auf die man in Deutschland zu Recht stolz ist. Also aufpassen. Wie das zu erwarten war, sie konnte die Corona-Pandemie auch nicht außer Acht lassen. Es wurden einige aufregende Videos auf ihrem Kanal zu diesem Thema veröffentlicht. Ich grüße euch herzlich, und das Thema ist Coronavirus. Ja, also es ist heute in allem Munde und überall in Medien, und es herrscht Panik und Angst. Das ist also gut, was machen wir jetzt mit dem Virus? Beachte, dass dieses Video noch ganz am Anfang der Pandemie im Februar veröffentlicht wurde. Damals wussten wir noch weniger über das Virus als heute. Es ist ganz einfach, wie wir uns schützen, weil unser Immunsystem, starke Immunsystem, das ist der Schutz gegen alle möglichen Viren und Krankheiten. Und nicht jeder steckt sich an. Nur diejenigen, die jetzt schon schwaches Immunsystem haben, die durch Konsum ihr Immunsystem täglich schwächen, ihr Darm schwächen, ihre Leber belasten, Bauchspeicheldrüse belasten. Das stimmt nicht, und wir wussten schon damals, dass das nicht stimmt. Es werden nicht nur Menschen krank, die schon zuvor Krankheiten hatten. Es werden sehr wohl Menschen krank, die ansonsten gesund gewesen sind. Das ist mit Influenza so, das ist mit anderen Viren so. Man wird auch mit einem gesunden Immunsystem krank. Die Frage ist eher, wie schlimm der Krankheitsverlauf wird. Und das hängt teilweise vom Immunsystem ab, aber teilweise auch vom Virus. Denkt einfach an HIV. Man kann das beste Immunsystem haben. Das Virus findet seinen Weg trotzdem. Deswegen müssen wir unbedingt Prophylaxe machen, jeden Tag. Nicht nur in dieser Zeit wie heute, wo es Gefahr herrscht, sondern immer, immer eigentlich Leben lang, weil das Leben ist so kostbar. Okay, ja, wir müssen uns prophylaktisch schützen. Aber wie? Was brauchen wir, um uns zu schützen? In erster Linie ein absolut gutes Wasser. Also Wasser ist unsere Vitalstoff Nummer 1, das ist A und O. Und ich verstehe Menschen nicht, die an alle möglichen Dinge sparen, aber an Gesundheit vergessen sie. Ja? Wasser braucht man also, gutes Wasser. Ob das noch weiter definiert wird, was gutes Wasser überhaupt ist? Niemals auf ein gescheites Wassergerät verzichten, welches mir sauberes Wasser gibt und basisches Wasser. Weil heute das Thema der Übersäuerung ist sehr, sehr groß. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr ertragen mit dieser blöden Übersäuerung. Hat jemand von euch das schon mal erzählt, wie häufig ich das erzählt habe, dass eine Übersäuerung nicht existiert und basisches Wasser überhaupt nicht sinnvoll ist? Ich kann das einfach nicht mehr erzählen. Und wir essen auch viel zu viel Produkte, welche übersäuern. Wir denken Gedanken, die übersäuern. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die übersäuern. Elektrosmog zum Beispiel, ja. Das ist aber neu. Wir denken Gedanken, die übersäuern. Elektrosmog übersäuert. Also Lumira ist an Kreativität nicht zu toppen.
Okay, aber was können wir noch machen, um uns zu stärken? Welche uns wieder basisch macht. Dann natürlich die Ernährung, alles, was Immunsystem schädigend ist, rausnehmen aus der Ernährung für immer. Und wir sollen Was sieht man hier also? Fastfood, ja, das ist sicherlich nicht gesund. Alkohol sowieso. Über Kaffee haben wir auch schon gesprochen. Kaffee schädigt unser Immunsystem definitiv nicht und darf ruhig getrunken werden. Also Alkohol auf null, Kaffee auf null, Zucker auf null, das ist alles, was die Gesundheit schädigt und die Viren können super toll wachsen und gedeihen. Also Alkohol ja, Kaffee nein und null Zucker ist ein bisschen übertrieben. Werde ich also gesund bleiben, wenn ich mich an diese drei Empfehlungen habe? Entschuldigung, vier, ich muss ja auch noch basisches Wasser trinken. Körper. Also die Viren kommen nicht einfach auf eine saubere Milieu hinein. Also sie kommen immer auf ein vorbereitetes Milieu schon rein und da sind schon die Parasiten drin, da sind schon auf jeden Fall Schimmelpilze, Pilze drin und dann setzen sich die Viren drauf. Wovon redet sie? Das ist hanebüchener Unsinn. Parasiten und Schimmelpilze würden die Schleimhäute für das Virus vorbereiten. 30.000 Abonnenten, 500 Likes. Natürlich viel, viel Vitalstoffe, richtige Vitalstoffe. Wir können hier von Zink sprechen, wir können hier natürlich auch von Vitamin D sprechen, auch für spezielle Vitalstoffe, so wie Kalzium. Es gibt Zink, Vitamin D und ein ganz spezieller Vitalstoff, Calcium. Also Entschuldigung, aber ich muss mal wirklich ein bisschen lachen. Wenn ich das ernst nehmen würde, würde ich dieses Video nicht durchhalten. Entschuldigung. daran. Und dann die positive Gedanken. Es gehört auch zu unserer Immunsystemstärkung. Also jetzt nicht jeden Tag diese Nachrichten anschauen und in Panik verfallen. Oh mein Gott, oh mein Das ist mal endlich ein guter Ratschlag und da sind wir einig. Das Video ist aber inzwischen fast zu Ende und wir haben noch gar keine Werbung für eigene Produkte gesehen. Das wundert mich langsam. auch dein Immunsystem. Gerne könntest du meine persönliche Beratung buchen, in welche wir zusammen mit dir deine gesamte einfach Lebenssituation anschauen und besprechen, wie kann man hier allgemein Vitalität verbessern, Leistung verbessern. Da kommt es natürlich. Auf Ihrem Kanal sieht man wieder schön, dass eine lang geduldete, ganz harmlos erscheinende alternative Heilerin ganz schnell gefährlich werden kann. Sie hat vor ein paar Jahren noch Interviews gegeben, in denen sie sich als Schamanin und spirituelle Lehrerin bezeichnete. Jetzt ist sie auf einmal natürlich Expertin der Virologie und aktueller Politik. In dem Video mit dem Titel Pandemie, eine schwache Saisongrippe, diskutiert sie mit dem Arzt Rolf Krohn. Der Kollege ist für sich selbst ein Phänomen. Bekannter Impfgegner und Corona-Kritiker, es läuft übrigens gerade eine Kripo-Ermittlung gegen ihn wegen falscher Gefälligkeitsatteste. Ein Urteil gibt es noch nicht, denke ich. Die Botschaft ist eigentlich für die Zuschauer, dass dieses Virus ist gar nicht so böse, wie wir es uns erzählt werden. Hallo. Das geht schon gut los. Behaltet aber bitte im Auge, dass dieses Video im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. Weil wir haben Ende Dezember bis ungefähr Ende März jedes Jahr eine Grippewelle. Ja. Jedes Jahr. Ich sage jetzt bewusst Grippewelle. Wir könnten es aber auch sagen, eine Anhäufung grippaler Infekte. Ja, ist vielleicht besser, wenn wir das so sagen. Weil wir haben ja über 3.500 verschiedene Erkältungserreger oder Grippeerreger oder Das Coronavirus wäre also seiner Meinung nach nichts anderes als ein Ersatz für die Grippewelle, die dieses Jahr ausgefallen ist. Die Pandemie wäre sozusagen die ganz normale Frühjahrsgrippe. Aber wir haben jetzt unseren Fokus nur auf diesen einen Keim gerichtet. Und Ja. dieser Keim ist jetzt ein Monsterkeim, hochstilisiert. Wenn wir aber jetzt die Fallzahlen anschauen, China ist ja jetzt schon durch, China hat kaum mehr Neuerkrankungen und die Zahlen, die stagnieren jetzt bei 80.000, irgendwas, 81, 82.000. Was bedeutet diese Zahl? Es bedeutet, dass vom ersten Fall bis zum letzten 80.000 Menschen erkrankt waren oder 85, ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber diese Kurve war so, es stieg an und jetzt hat sie ein Plateau erreicht und jetzt sind wir schon fast wieder runter, weil China hat kaum mehr Ja. Neuerkrankungen. Wenn der Covid-Virus so böse wäre, warum wird er jetzt nicht halb China ausrotten? Das ist ein 1,5, 1,8 Milliarden. China wurde nicht ausgerottet, also das Virus ist gar nicht so böse.
Ja, und HIV hat Afrika nicht ausgerottet, also AIDS ist gar nicht so böse. Ich verstehe nicht, was dieser Mensch nicht versteht. Das Problem mit dem Virus ist nicht das, dass es jeden umbringt. Das Problem ist, dass es schwere Erkrankungen auslösen kann und wenn viele Menschen auf einmal schwer krank werden, wird das unser Gesundheitssystem überlasten. Und dazu braucht man keine Millionen schwer kranker Patienten. Ein paar hundert in einer Stadt reichen völlig aus. Es sterben dann aber nicht nur Altenheimbewohner, sondern auch andere Patienten, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Verkehrsunfall erleiden. Was denkt ihr, was würde mit euch passieren, wenn in eurer Stadt die Intensivstationen mit beatmeten infektiösen Patienten voll sind, die OP-Säle nicht besetzt sind, weil das Personal in Quarantäne sitzt? Was passiert mit euch, wenn ihr ausgerechnet dann einen geplatzten Blinddarm kriegt? Was passiert, wenn ihr einen Autounfall habt? Was ist mit den Schwangeren, die Komplikationen bekommen und auf eine Intensivstation müssen? Wir sind alle gleichermaßen drin, das müsst ihr mal verstehen. Wenn das System zusammenbricht, egal aus welchem Grund, wird es keine medizinische Versorgung mehr geben. Und klar, die Mehrheit wird das gar nicht merken, es geht ja nicht jeder regelmäßig zum Arzt. Aber wir haben alle Wackelkandidaten in unserer Familie. Und das versteht der Kollege hier offensichtlich nicht. Wenn wir Viren jetzt gar nicht in unserem Mindset hätten, gar nicht in unserem Bewusstsein hätten, dann würden wir nur wahrnehmen, ja, jetzt kommt die Grippewelle. Ja. Jetzt sterben alte Menschen und der Verlauf ist aber im Vergleich zu den Vorjahren verschwindend gering. Okay. Ist auch in Deutschland. Wir haben verschwindend geringe Fallzahlen. Das ist so unendlich ignorant und falsch, dass ich dazu nichts sagen kann. Wir rütteln jetzt die ganze Welt in diese Panik. Mhm. Wenn wir dieses Virus gar nicht kennen würden, dann wäre das ein völlig harmloser Grippeverlauf. Okay. Bloß mit dem kleinen Unterschied, dass wir gegen die Grippe Impfungen und Medikamente haben. Und die Grippe ist nicht so gefährlich wie dieses Virus. Aber ansonsten klar. Ich kann euch übrigens auch solche nichtsbedeutende Schlauheiten sagen. Wenn dieses Virus nicht existieren würde, würde es gar nicht geben. Das ist aber ein normaler Verlauf. Statistisch gesehen ist es ein normaler Verlauf. Das liegt daran, dass wir einfach im Winter kein Vitamin D mehr umsetzen, weil unser Sonnenstand viel zu niedrig ist, weil wir zu wenig rauskommen, ja, Vitaminmangel quasi haben. Mhm. Das sind so diese Faktoren, die dazu beitragen, dass unser Immunsystem im Winter halt anfälliger ist. Ja, und das betrifft sicherlich auch Spanien, Italien und die USA. Vergiss das bitte. Es liegt nicht nur an einem Vitamin-D-Mangel. Laut diesen Experten wäre ein Vitamin-D-Mangel auch daran schuld, wenn ich im Winter vom Wolf aufgefressen werde. Man kann nicht alles, was im Winter und Frühjahr passiert, durch einen Vitamin-D-Mangel erklären. Ein Vitamin-D-Mangel kann das Immunsystem etwas schwächen. Das ist aber nicht die Antwort auf alles. Und jetzt kommt der Moment. Lumira sagt endlich was. Hört bitte gut zu. Ich sage mal auch immer Weihnachten vielleicht viel zu viel feiern. Ja, das mag vielleicht noch dazu beitragen, dass wir mit Weihnachten und Schokolade und so viel Zucker und Alkohol und schlechte Ernährung tatsächlich unser Immunsystem da auch belasten. Und dann kommt noch Kälte und dann Kälte, wenig dann raus, alles zusammen. Nicht? Genau. Das trägt Vitamin dazu bei. C-Mangel und würde so weiter. Würde man über den Winter sich ordentlich ernähren, sprich viel Obst, viel Vitamin C, jeden Tag Tee trinken, heißen Tee, Nahrungsergänzungsmittel im Sinne von Vitaminen und so, dann bleiben die Menschen auch gesund. Ja. Ich finde es einfach amüsant, zwei solchen Experten reden zu hören. Vitamin C, Vitamin D, bisschen Supplemente und ist alles gut. Es ist für mich einfach unfassbar, wie alles praktisch auf dieser Welt mit ein bisschen Supplementen besser gemacht werden könnte. Die Tatsache, dass diese Infektion die ganze Erde gleichermaßen betrifft, unabhängig vom Wohnort, unabhängig von Ernährungsweise, unabhängig von Religion. Ich meine damit, dass ich nicht denke, dass zum Beispiel in Syrien die Virusinfektionen den übertriebenen Weihnachtsfeiern geschuldet wären, müsste doch mal zeigen, dass die Erklärung nicht so einfach sein kann. Ja. Aber was ist jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist eigentlich für die Zuschauer, dass dieses Virus ist gar nicht so böse, wie es uns erzählt wird. Oder gar nicht. Ich meine, es ist für mich jetzt als Arzt ganz schwierig, weil ich mich ja jetzt hier gegen die Welt meine. Ja, okay, okay. All das, was jetzt durch die Presse geistert, durch die Fernsehmedien und so weiter, was das hochstilisiert wird, Also eigentlich ist meine Botschaft, ich fordere die Regierung und die Epidemiologen auf dieser Welt auf. Ja,
die Füße auf den Boden runterzubringen und einzugestehen, liebe Leute, lasst uns in die Vergangenheit schauen, lasst uns aus Schweinegrippe und SARS und so weiter, was wir hatten, lernen. Und klären wir die Bevölkerung auf, dass wir hier eine völlig harmlose Grippewelle haben. Hut ab! Ich hatte auch einen Wunsch an die Regierung. Bitte, wenn die Pandemie vorbei ist, findet die Menschen, die so viele Lügen und Unwahrheiten verbreitet haben, und bestraft sie. Wo ist unser Ärztekammer? Warum wurde dem Kollegen hier seine Approbation nicht entzogen? Warum darf Lumira ihre Firma mit solchen Videos bewerben? Warum ist es erlaubt, mit Lügen und Gehetze im eigenen Interesse Menschen zu manipulieren? Das sind meiner Meinung nach die großen Fragen. Runter, ja? Es gibt Praxen, die mit Plexiglasscheiben dort ihre Rezeption verriegeln. Ärzte, die nur noch auf die Straße gehen in Raumanzügen, um ihre grippalen, infektkranken Patienten auf der Straße zu empfangen. Da fragt man sich manchmal, haben die wirklich Medizin studiert? Was ist wirklich los? Nicht wirklich einschätzen und so weiter. Da ist immer nur von Schätzen und von Schulterzucken und wir wissen es nicht genau, die Rede. Und das sind die Experten, die unsere Politiker beraten. Okay. Ja? Virologen. Das sind, Virologen sind, ja, im Grunde sagen die gar nichts. Die sagen gar nichts aus. Die Epidemiologen sagen im Grunde gar nichts aus. Die machen nur Panik. Okay. Genau. Experten können Probleme am Anfang nur schätzen, weil sie die Komplexität verstehen. Ein wahrer Experte würde nie sagen, dass man das Virus mit Vitamin C, D und irgendwelche Supplemente bekämpfen kann. Ein wahrer Experte braucht Zeit, Daten und Ergebnisse. Und genau das unterscheidet Idioten von Experten. Idioten wissen ja immer gleich die Antwort auf alles. Es geht ja viel schneller, wenn man vor dem Reden nicht denken muss oder kann. Danke Lumira, dass Sie diese wertvollen Inhalte auf Ihrem Kanal teilen. Ich gucke diese Videos nicht länger an, da ich sonst vor Wut explodieren werde. Ich denke, dass wir genug gesehen haben. Das ist meiner Meinung nach ein furchtbarer Kanal. Ihre Empfehlungen sind im besten Fall sinnlos, nicht selten sogar gefährlich. Sie gehört bei mir auf jeden Fall auf die schwarze Liste. Ich wollte sie eigentlich anrufen und mit ihr über das Thema sprechen, aber als ich meinen Entwurf zu diesem Video mehrfach durchgelesen habe, habe ich realisiert, dass das nichts bringen würde. Die Probleme und Gedankenfehler sind in ihrem Fall so essentiell, dass daraus kein sinnvolles Gespräch entstehen könnte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder.